So, und da bin ich wieder. Ich lade schon mal die Welt. Und dann machen wir weiter. Da suchen wir Metallplatten. So, Stufe, Flamme, Stufe 1. Aktive Altäre, 1 von 2. Was? 1 von 2? Quest 3 erledigt und 2 sind noch offen. So, wir wollten jetzt Metall suchen. Metallschrott, beziehungsweise. Mal gucken, ob hier vielleicht auch wieder was gerespawnt ist. Weil wir geladen haben. Vielleicht gibt es hier ja wieder was. Jo, die sind wieder da tatsächlich. So. Nee. Nein, das wollte ich nicht nochmal lesen. Das Fleisch ist aber wieder. Hier ist das Fleisch wieder da. Spawnt ja alles wieder nach. Rucksack ist voll. Aber da kann ich wenigstens mitnehmen. Okay, dann müssen wir einmal unser Rucksack leer machen. Ah ja, und unsere Spitzhacke hier reparieren. Schön, dass die Türen alle wieder zugehen, wenn man neu lädt. So, Stapel Nafel. Nein, anders, andere Richtung. Verdammt. Tierfell wieder rüber. Ich wollte das anders machen. So, das auch hier rüber. Metallschrott haben wir schon mal zwei. Immerhin, Harz haben wir auch ein bisschen was. Erstmal Flüssigkeit. Brauchen wir nicht. So, was ist das? Brauchen wir nicht. Knochen packen wir mal da rein. Und Stein auf. Honig haben wir. Okay, Honig ist super. Obwohl, so viele Fackeln, wie wir haben, können wir auch. Brauchen wir nicht. So, einmal reparieren. Ich hätte jetzt kurz gehabt, ich habe vergessen, den Sound von meinem Mikro wieder einzuschalten. Das wäre jetzt doof gewesen. Ja, aber ich finde das gut, dass hier dann die Sachen wieder neu spawnen. Das heißt dann aber auch, dass die Gegner wieder hier sind. Wenn wir gleich da durchgehen. Die beiden Ratten. Ja. Aber wir nehmen es trotzdem mit. Warte mal, dann ist das Ding auch wieder voll? Das finde ich dann wieder doof. Wenn sowas wieder voll ist, Truhen. Ich finde, Truhen sollten geplündert bleiben. Da wollte ich hin. Ja, wenigstens die Quest Sachen, die. Ach nee, ich wollte das schon. Verdammt. Wo ist er hin? So, sein Miasma wollen wir haben. So, müssten hier jetzt nicht auch die beiden wieder da sein? Da.
Ziegen jetzt hier sind. So, wenigstens Metallschrott ist hier, Holzpfeile. So. Das nehmen wir mit. Nein. Die. Nein. Wie viel Metallschrott habe ich jetzt? Wo sind die? 3. Wird nicht reichen. Wir brauchen sehr viel. So. Dann müssten wir jetzt 5 haben. Und 7. Dann gehen wir wieder darüber. Drüben gab es ja auch noch ein bisschen Metallschrott, meine ich. Ich glaube, der hat keinen Metallschrott. Drei Metallschrott, perfekt. Das sieht nach Metallschrott aus hier. Na, der schon wieder. Und der hat auch nochmal. Okay, ich glaube, wir kriegen das doch hin mit dem Metall. Weil hier haben wir ein Bett, das Metallschrott hat. Und hier nochmal die Dinge. Wir haben sogar 3. Wie viel haben wir jetzt? 21. Wie kriegen wir das hin? Boah, wie werden das hinkriegen? Hier, da ist ein Wolf. Keine Ahnung, warum der mich nicht bemerkt hat. Aber hier gab es ein Bett. Ich hoffe, ein Metallbett. Ja. Oh. 23 haben wir jetzt. Das durchsuchen. Stein und Feuerstein. Ah, nehme ich mir einfach mal mit. Hier auch nochmal Stein. Den da hinten fertig machen, dann können wir hier nochmal die Dinger abreißen. So, nochmal ein Siegelring.
So, wie viel haben wir jetzt? 27. Ein Metallstück fehlt uns noch. Obwohl, warte mal, wir haben doch einen schon in dem Ding drin, in der Schmiede, oder? Ich glaube, wir haben da noch einen drin. Aber kriegen wir das jetzt hin? Mit der Metallrüstung und alles. Kämpferrüstung. Und einem besseren Schild. Ist nur die Frage, wie lange brauchen wir dafür dann? Essen. Okay, der hatte jetzt nur Knochen, warum auch immer. Vielleicht war der ausgehungert und hatte keine Rippchen mehr in sich. Mal eben. Wir müssten hier eigentlich nicht genug Materialien. Ja. Doch, wir hatten hier eins. So. Dann müsste der jetzt herstellen. Metallplatten. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir brauchen für hier Holzscheite und Erde. Schau mal eben. Erde haben wir 9. Warte mal. So. Erde nehmen wir mal mit. Holzscheite. Okay, also für 15 brauchen wir 17. Ich pack mal alles Erde hier rein und auch mal alle Holzscheite. So, wie sieht's hier aus? 2 Minuten braucht er jeweils immer. Wir brauchen noch sehr viel Kohle, definitiv. So, Charakter. Wir haben hier jetzt eigentlich auch Siegelring des Wächterältesten plus 8 Ausdauer und plus 10 Lebenspunkte. Kann ich hier nochmal denselben? Haben wir zweimal denselben Ring halt an. So, Fernkampfwaffe ist das ausgerüstet. Uns fehlt noch halt ein Rucksack. Eine Rucksackerweiterung. Wie kommen wir an einem Rucksack? Kann ich hier bei ihm einen Rucksack machen? Ich auch nicht. Apropos, Quests haben wir ja immer noch. Der Schmied will eine Werkstatt. Der Bauhammer kann zum Bau einer Werkstatt für den Schmied verwendet werden. Sobald der Bauhammer aktiv ist, können die gewünschten Entwürfe und Materialien ausgewählt werden. Komm, ich baue ihm eine eigene Werkstatt. Dann nehme ich mal die Steine und das Holz von oben. So, wir haben hier das und das. So, ich will aber sowas hier in der Richtung machen. Mehr Formen. Ich brauche einen Boden.
Wo würde ich ihn hinsetzen wollen? Hier fängt die Straße an. Dann würde ich sagen, ihn platzieren wir hier hin. Okay, jetzt fehlen mir die Steine, verdammt. Upsi. Nicht genügend Materialien, was? Ah, Kohle fehlt mir. Das braucht aber noch ein bisschen. Aber warte mal. Wir haben die ersten zwei Platten. Nimm die mal mit. Metallblock bei Werkbank. So, okay. Was kann ich bei ihm schon mal bauen? Kämpferset? Irgendwas muss doch schon. Tierfell und Harz. Müssen wir eben nehmen. Wir haben nur zwei Harz. Ja, ich packe die dann doch erstmal wieder zurück. Da haben wir Tierfell. Das wird nicht reichen. Wir müssen mehr Tierfell organisieren. Und auch mehr kochen. So, Pflanzenfaser nehme ich auch nochmal. Erstmal mit rüber. Und den Garn. So, einmal alles wieder sortiert. So, Kämpferset. Das könnte ich machen, aber warum kann ich das nicht? Weil er keinen Schutz hat. Wie viel fehlen mir jetzt Äste? Ah. Okay, dann reißen wir eben einen Baum ab. Vielleicht nehmen wir auch noch Harz dafür. So, okay, Beschwörungsstab. Haben wir jetzt einen. Packe ich dann mal da hin. So. Und ich setze ihn dann erst einmal hier rein. So, na, ganz schön gemütlich hier. Mit festem Dach über dem Kopf kann ich endlich vernünftig arbeiten. Mal sehen, was ich für dich herstellen kann. Ja, ich hätte gern ein Kämpferset, bitte. So. Ich würde mit der Rose anfangen wollen, oder? Strike while the iron's hot. So, ausrüsten. Und das dann, das können wir nur löschen. Hey, aber die sieht nicht schlecht aus. Wie sieht's dann? Du hättest ihn eingegraben, glaube ich. So, da haben wir aber schon mal ein bisschen was. Aber naja, aktuell brauchen wir ihn noch. Er kann zwar nerven, gebe ich zu. Der wird auch ordentlich nerven. So, ich gehe mal aber auf Tierfell, ja. Wir brauchen Tierfell und immer noch Harz. Wir brauchen sehr viel Harz.
So. Das Tierfell. Die wollen wir einsammeln. Hier geblieben Tierfell. Oh. Heftig, wie dunkel es jetzt ist. Da ist das nächste Tierfell. Ja, echt gar nichts mehr, wenn es dunkel ist. Ich glaube, wäre doch vielleicht sinnvoll, erstmal wieder nach Hause zu gehen. Mal vielleicht zu schlafen. Vielleicht läuft dann auch die Zeit schneller, wenn man schlafen geht, von dem, von der Schmiede. Gucken wir mal erstmal, wie lang da noch braucht. Hier noch eine Minute. Hier zwei. So, da bin ich wieder. OBS ist mir eingefroren. Ja, was ist jetzt gerade passiert? Ich war aus der Hütte da rausgegangen. Und also ich hatte da, ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt genau gefehlt hatte von der Aufnahme. Aber OBS ist mir eingefroren. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt passieren konnte. Mal gucken, wie ich das zusammenschneiden werde. Für YouTube. Fand ich jetzt super. Aber ja, ich wollte jetzt eigentlich hier nur Dingens einsammeln. Harz einsammeln. Nachdem wir schlafen gewesen sind. Ah, herrlich. Ich finde das schön, wenn OBS einfriert. Hi Drago. Ja, ich zock das auch. Ich bin eigentlich schon seit über 2 Stunden dabei gewesen. Aber ja, OBS ist mir gerade eingefroren. Und dann natürlich auch halt... Ja. Wie soll ich sagen? Muss ich neu anfangen, den Stream. Aber wie geht's dir so? So, warte mal. Bin ich immer noch live? Ich müsste noch immer live sein, oder? Ja, OBS. Typisch irgendwie. Wobei ich aufnehmen will. Während des Streams. Ah, herrlich. Ich finde sowas herrlich. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ich wollte eigentlich hier... Harz sammeln. Und auch Tierfälle gleich. Was habe ich denn? Wie viele Tierfälle? Nur 9. Ich brauche mehr. Müssten hier gleich irgendwo Schafe sein. Ne, Ziegen. Ziegen waren das. Hier waren es Ziegen. Oh, jetzt muss ich die ganze Zeit hier auf OBS gucken. Nicht, dass er wieder einfriert. Ansonsten, ich gucke mal, vielleicht kann ich auch einfach von den Einstellungen hier mal ein bisschen runtergehen. Kamerabewegungen während Untätigkeit? Ja, lassen wir an. So, Auflösung, Skalierung. Lassen wir so. Framerate im Hintergrund begrenzen, ja.
Anti-Aliasing glättet die Kanten in Bildern, sodass sie weniger verschwommen und natürlich aussehen. Wenn du die Qualität reduzierst oder es deaktivierst, erhöht sich die Leistung. Hatten wir ausgemacht, genau. Ich gehe hier mal alles auf Leistung. Ich hoffe, dann läuft besser. So, ich brauche aber Tierfell. Für eine bessere Rüstung. Gibt es hier irgendwo noch Tierchen? Am besten Ziegen, die geben immer schön 2 Tierfell. Wie weit ist es da jetzt mit den Dingern? Das hier mal rein. So, und das nehmen wir mal. So, der kann mir jetzt ein Schild herstellen. So, und Stiefel. Dann haben wir die beiden schon mal. So. Ausrüsten und das hier löschen. Ausrüsten, löschen. Hoppala. Ich wollte jetzt nicht springen. So. Da fehlen uns jetzt wieder Metallplatten. Na, Tierfell ist immer noch knapp. Now get out. Na, aber sieht schon besser aus. Mit Schild und Schwert. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ja, könnte noch knapp werden. Wir brauchen immer noch Tierfell. Müsste hier nicht irgendwo noch mehr Ziegen sein? Ja, da sehe ich eine Ziege. So. Da ist die nächste. Hier geblieben. So. Und wieder Harz. Harz brauchen wir auch wieder. Ne, Stein wollte ich nicht, aber egal, nehmen wir mit. Ich glaube, die dicken Bäume geben hier links hin und wieder mal Harz. Obwohl ich mir da auch nicht immer so sicher bin. So, wir haben 9 Harz insgesamt. Eine Metallplatte. Ein Würmchen. Weiß ich nicht. So. Wir haben schon 2 Stapeln Äste. 100er Stacks kann man daraus machen. Ah, okay. Das Essen nur 100er Stacks. So. Helm kann ich jetzt machen. Ausrüsten und das löschen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt fehlt nur noch die Armschiene und der Brustharnisch.
So, dafür brauchen wir drei Metallplatten und hier nochmal zwei, also fünf insgesamt noch. Hartiefel brauchen wir auch nicht mehr. Also nicht mehr sammeln. Harz auch nicht mehr. Okay, ist das nur noch das Dings, worauf wir warten? Nur noch die Metallplatten. Das könnte aber noch ewig dauern. Und Ryan, Warteschlange. 8 Minuten. Was machen wir in diesen 8 Minuten? Ich habe schon eine Idee. Oh, der hat eine Rune. Zwei Runen gehabt. Was ist das? Ganz normale Äste. Okay. Jetzt stecken wir fest. Oh, was? Was ist das? Nehmen wir noch mal mit. Die Bücher nehmen wir auch mit. Ich mag es, die Bücher hier einzusammeln, tatsächlich. Ich will irgendwann eine Bibliothek hier bauen. Achso. Ich esse einfach mal. Gesundheitsregeneration aktiv. Hm, 32 Runen. Kann ich bei ihm hier Ausrüstung verbessern? Hier kann ich es nicht. Kann ich hier irgendwas verbessern? Metallblock kann ich jetzt herstellen. Ah, okay. So, Stauraum. Da bräuchten wir wieder Nägel. Warte mal. Ne, Nägel mache ich bei ihm. Ne? Ich glaube, bei ihm machen wir Nägel. Genau. Da brauche ich Metallschrank, die ich jetzt wieder nicht mehr habe. So, wie viel haben wir jetzt hier an Metalldingern? Da haben wir zwei. Dann können wir das nächste Ausrüstungsstück bei ihm machen. Vom Kämpfer-Set. Nämlich die hier. Dann fehlt nur noch das hier. Drei Stück. Also ausrüsten und das löschen. So, warte mal, was haben wir noch hier? Eine Quest. Säubere den Elixierbrunnen. Machen wir gleich, sobald wir den Brustharnisch haben. Dass wir uns dahin auf den Weg machen und das Ding sauber. So. Ich würde aber sagen, ich gehe auch einmal kurz. Wolf. Da. Okay, der steckt da fest. Ich gehe aber einmal kurz zum Lagerfeuer da hinten, um zu kochen. Hey.
Hä, da hat sie wieder gerespawnt. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Warte mal, da muss ich ein Lagerfeuer bauen. Wo ist denn das da? Ich brauche mehr Stauraum auch. Merke ich gerade. Den erstmal hier hin. So. Kochen wir mal. Könnte einen Moment dauern, aber egal. Hauptsache, wir haben dann Fleisch. So, einen Moment. Pack die auch mal nach unten, damit wir die gekocht bekommen. Ach, mehr Fleisch habe ich auch nicht. Okay. Da pack mal hier hin. Die gehen am schnellsten, finde ich. Die Pilze. Ich glaube, ich müsste aber auch erstmal aufhören, Pilze zu sammeln. Wir haben ja so viel Essen jetzt aktuell. Unser Inventar ist voll damit. So. Ich glaube, die Metallplatten müssen dann auch jetzt gleich fertig sein. Aber irgendwie, bis jetzt habe ich so ein Gefühl, an Essen mangelt es einem nicht. In dem Game. Hier, ich erstmal einen davon und einen davon. Oh, Wolfsfleisch maximal Gesundheit erhöht. Was macht das? Nahrungstyp bereits aktiv. Ah, und das ist schon fertig. Okay. So, dann nehmen wir das mal rüber. Ja, dann können wir gleich Dings hier holen gehen. So, das haben wir jetzt. Ausrüsten. Den hier löschen. Oh, warte, wie sieht das aus? Ja. Hat was auf jeden Fall. Mal kurz einlagern.
alles, was wir jetzt nicht brauchen. So. Honig packe ich mal dahin. Garn kann rüber. Teer kann rüber. Ich glaube, ich muss gleich wirklich noch ein Ding ziehen machen. Ich glaube, ich mache noch eine zweite Truhe. Wir brauchen mehr Truhen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger. Nee, wir können keine zweite Truhe machen, weil wir keine Nägel haben. Ja, dann egal. Packen wir das noch rüber. Garn. Und Harz. Pflanzenfaser kann ich jetzt nicht einlagern. Egal, wir schauen mal, dass wir da rüberkommen. Einmal kurz alles reparieren, was wir haben. Alle Gegenstände repariert. Wo müssen wir genau hin? So, Werkstätten. Getehrter Ziegeldach können wir machen. Okay, nice. Das. Okay, ich weiß schon, was ich als nächstes bauen will. Stauraum. So, Quests. Säubere den Elixierbrunnen. Das ist hier. Aha. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Schmiede eine Waffe. Brückenbaubericht. Ich glaube, wir gehen erstmal unten rum. Also über den Weg. Und dann gucken wir mal. Also einfach den Weg darüber. So, den Hasen lassen wir am Leben. Kein neues Metallschrott. Schade eigentlich. Hä? Feuersteinpfeil. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenklüpter und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Hauptmann Arkwald. Okay, aber wir gehen jetzt mal runter. Bleibe auf dem Pfad, dass du nicht auf... Ja, das kennen wir. So, da haben wir schon den nächsten, also den ersten. So, seinen Miasma nehmen wir mit. Ich höre hier noch jemanden. Okay, doch nicht. Noch mehr. Was haben wir da jetzt eingesammelt? Ein Schild. Kann ich das irgendwie vergleichen? Kann den nur löschen. Also, okay, dann brauchen wir das nicht. Standort oben. Hier muss ich hier unten hin, oder? So. Nein, den da anvisieren.
So, und den da. So, der hat mich erwischt. Komm. Jo, alle drei. Perfekt. Da vorne gab es noch was zu lesen. Da ist auch noch was. Ach, da ist noch einer. Jo! Wer ist denn das? Okay, den haben wir auch erledigt. Ah, Zeit wiederherstellen. Okay, das ist gut. Sammeln. Miasma Überlebensdrang. Okay. Über Elixierbrunnen, den Quellen des Elixiers. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoß Dämpfe aus. Dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Distelsam schafft. Balthasar. Standort oben. Leuchtfeuer füllen deine maximale Zeit im Miasma wieder auf. Stell dich in ihrer Nähe, um ihre Wirkung zu entfachen. Bin ich überhaupt richtig? Das sagt Standort oben. Elixierpunkt. Denn es sagt Standort oben, aber hier geht es nur nach unten. Weiß ich nicht, ob ich hier jetzt richtig bin. Meisterhafter Streitkolben nehme ich mal mit. Ist der jetzt besser als meins? Warte mal. Der macht eins. Der ist besser. Schade um. Schade um mein Schwert. Aber warte mal. Dann hätte ich den doch lieber zerlegen können. Ich will doch keinen Zweihänder. Ich brauche ein neues Schwert. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier mache. Der Weg hier. Sieht so aus, als müsste ich da. Gut, Donnerwüstling. Alter, was? Wieder tanken. Der macht zwar ordentlich Schaden, die Waffe. Okay, gleich habe ich ihn. Okay, haben wir geschafft. So. Oh, Bronzeschwert. Aber jetzt ein Schaden. So. Zerstört die Miasma-Wurzel. Das da. Die Miasma-Wurzel ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfällerart und lasse diesen Ort neu erstrahlen.